Manifest einer Weltgemeinschaft, eines Superorganismus. Wir springen in das Meer, tauchen ein in einen anderen Kosmos des Korallenriffs und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Vielfalt und Schönheit, die Diversität und das Miteinander ist bezaubernd und bewegend zugleich. Da gibt es Fische, die andere putzen, Raubfische, die die Schwachen herausfordern und damit das Starke gefördert wird. Überall wachsen Algen und Plankton, die sich allen hingeben. Auf allen Ebenen präsentiert sich die Natur besonders lebendig und vielfältig, als ob eine tiefe Freude das Leben antreibt, wechselseitig bereichernd und das geniale Prinzip der Konkurrenz und des Voneinanderlernens immer großartigere Kreaturen hervorbringt. Ebenso im Regenwald. Da können wir hinkommen, wenn wir den Schatz und das Potenzial der Kooperation und des Miteinanders entwickeln. Der Mensch ist dazu berufen, den Gesetzen der Natur und des Universums zu folgen. Sonst wird die Zivilisation untergehen, wie es bei den Osterinseln schon mal der Fall war. Dort hat sich eine destruktive Macht durchgesetzt, bis alles zerstört war. Wir haben viele akute existenzielle Herausforderungen auf allen Ebenen, die wir nur gemeinsam lösen können, wenn wir überleben wollen. Dies kann nur miteinander als Menschheitsfamilie gelöst werden, um zu einem gesunden Superorganismus zu werden. Wenn ein Teil nicht richtig funktioniert, leiden alle. Der Mensch und die Menschheit müssen Verantwortung für sich, füreinander, für die Gemeinschaft und für den Planeten übernehmen. Dann werden wir alle auf allen Ebenen gewinnen oder umgekehrt. Eine Weltgemeinschaft braucht keine Einheitskultur, Religion oder Einheitsideologie. Die Diversität der Kulturen und die Vielfalt, die Religionen und Weltanschauungen sind ein großer Schatz der Menschheit. Aber die Menschheit braucht eine verbindende und verbindliche Werte, Gerechtigkeit, Grundregeln und Respekt. Denn Miteinander ist viel mehr als nebeneinander oder gegeneinander. Evolutionär werden neue Realitäten möglich. Selbst wenn sie auf einen moderaten Egoismus aufgebaut sind. Wir haben etwas, das uns alle verbindet. Es sind die Grundgesetze des Kosmos. Sie sind auch niedergeschrieben in den hermetischen Gesetzen. Lange Zeit waren sie geheim. Nun ist der Schatz für alle verfügbar. Wir wissen nun die tieferen geistigen Gesetze des Kosmos, die alles zusammenhalten. Es herrscht das Gesetz von Ursache und Wirkung. Jede Wirkung hat eine Ursache. Wir können fragen, hat das Leiden etwas mit mir oder meiner Vergangenheit zu tun? Auch bei Krankheiten kann es eine Ursache geben. Diese zu bearbeiten, verändert die Wirkung. Damit bekommt alles einen Sinn. Wir sind nicht ohnmächtig, sondern bestimmen selbst über unsere Zukunft, über Freude und Leid. Durch das, was wir denken, sagen, fühlen und tun, fällt auf uns zurück. Das Positive und das Negative. Früher oder später. Das geht über die Grenzen des Todes hinaus. Zumindest sehen die meisten Religionen und Menschen das so. Wir ernten, was wir sehen. Das, was wir wünschen, sollten wir auch anderen tun. Der Mensch und alles Leben hat eine Würde, die nicht beschädigt werden darf. Achtung vor dem Leben ist unsere menschliche Essenz und macht uns zu Menschen. Aus dieser Erkenntnis, Weisheit und Erfahrung heraus ergibt sich eine ethische Lebensweise. Und alles bekommt einen Sinn, auch ohne Religion. Spirituelle Menschen haben obendrein einen Schatz, den Schöpfer allen Seins, den sie im eigenen Herzen, im Mitmenschen und in der Natur auch wahrnehmen können. Dem Spiegelbild unseres Schöpfers. Sie lieben ihn und aus dieser Beziehung können große Energien fließen, dem Verliebtsein vergleichbar,
mit denen verantwortlich und mitfühlend umgegangen werden sollte. Geistige Wesen beschützen und beraten uns alle, wollen beauftragt werden und sprechen durch das Gewissen oder Herz. Der Weg zu guten Entscheidungen und zum guten Leben ist in uns Menschen angelegt. Das Ziel des Lebens ist die Vollkommenheit. Sich zur besten Version seiner selbst zu machen und damit schon hier große Heiterkeit zu erleben. Und sich selbst wertzuschätzen und den Mitmenschen und die Natur ebenso. Leben schützen und bewahren, Leiden reduzieren und ein konstruktiver Teil der Gemeinschaft zu sein. Vom Ich zum Wir ist der neue Weg. Alles dies sichert große Entwicklungen und lässt das Leben blühen. Was zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gewalt ist eine menschliche Niederlage und nicht mit der Würde des Menschen vereinbar. Die Ehrfurcht vor allem Leben schützt das Leben vor jeglicher Gewalt. Ziele sind Toleranz, Respekt und Gerechtigkeit, die Kultur der Gleichberechtigung von Mann und Frau, aller Ethnien und Gruppen. Dies sind Voraussetzungen für ein harmonisches Zusammenleben und dass alle gewinnen, materiell oder geistig. Wir konzentrieren uns auf das Verbindende und nicht auf das Trennende. Dann erhebt uns eine kollektive Intelligenz weit über das bisherige empor. Aus Offenheit und Respekt entsteht der Dialog unter den Menschen. Dialog auf Augenhöhe lässt Frieden unter uns Menschen wachsen. Und der Frieden dient der Bewusstseinserhöhung und dem Aufstieg der Menschheit. Damit wird vollkommen Neues möglich. Und wir sehen dies am Korallenriff, in wunderbarer Schönheit und im Regenwald. Dankeschön.